Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Modellbau König. Und heute möchten wir euch ein dynamisches Duo vorstellen, und zwar den T90A und den Uran 9 von der Firma Amusing Hobby mit der Nummer 35A053. Der ganze Spaß kostet um die 70 Euro. Und ja, was finden wir im Karton? Als erstes machen wir vier Spritzlinge und einen klaren Spritzling für den Uran. Und für den T90A liegen drin 16 farbige Spritzlinge, ein klarer Spritzling, zweimal PE-Teile, Deckels, eine Kordel, Draht, ein Stück Schlauch. Ja, und die Bauanleitung. Und damit fangen wir dann auch erstmal an. So. So, was haben wir hier? Hier haben wir eine Bauanleitung. Da sieht man die beiden Fahrzeuge drauf. Wenn ich weiß, was ein Uran 9 ist. Ein Uran 9 ist ein unbemanntes Kampffahrzeug, was die Russische Föderation ab 2016 entwickelt hat. Das ist mit einer 30mm Kanone und einer 7,62mm Koaxialwaffe ausgestattet. Kann auch mit Flugabwehrwaffen ausgestattet werden. Im Endeffekt ist es ein Kampfroboter oder eine Drohne. Sollen sich nicht so gut bewährt haben. In Syrien sind die ziemlich schnell kaputt gegangen und ja. Der T90A ist, ja, was ist ein T90? Ein T90 ist eine Weiterentwicklung des T72. Der hat sich im ersten Golfkrieg nicht so gut bewährt und im zweiten auch nicht. Und da hat man gesagt, aus ja, markenrechtlichen Gründen sagt man doch mal T90, damit es kein T72 mehr ist. Im Endeffekt ist ein T72 mit Schweißturm und Reaktivpanzerung. Aber fangen wir mal an. So, als erstes sehen wir wie immer eine Bauteileübersicht, was wir haben. Die ganzen Spritzlinge, P-Teile und alles, was dazu gehört. Dann beginnt der Bau auch schon. So, wir legen los mit dem Uran 9. Da werden die Kleinteile verbaut, genau. Wobei, Moment. Ja, hier werden die Kleinteile gebaut. Wie gehabt, das Fahrwerk, das Laufwerk, alles wird vernünftig gemacht. So, und Quatsch, das ist der T90. So, im Endeffekt hat Amusing ja schon viel Erfahrung mit T72 Bausätzen. Also wenn der sich so bauen lässt wie die T72 Bausätze, dann kann man hier nichts falsch machen. Die Federung wird beweglich gelagert, was hier aber nicht wirklich viel Sinn macht. Die kann man auch festkleben, weil es liegen Segmentketten bei, nicht wie bei den anderen Bausätzen Einzelkettenglieder. Und die haben allerdings, wie man sieht, auch schon den richtigen Durchhang. Also sollte alles passen. So. Bau schreitet schnell voran. Wie gesagt, die fallen in der Regel sehr gut zusammen, die Bausätze. So. Da kommen wir dann schon zum Motordeck. Hier kann man sehen, auch Originalbilder, wie die Fässer mit der Treibstoffleitung verbunden sind, die Zusatztankfässer. In dem Diagramm sieht man, wie man sie legen muss. Dort ist das Abschleppkabel der Bergebalken. So. Dann wird das Fahrgestell komplettiert. Hier hat man auch Panzerungselemente vorne dran, im Gegensatz zu den T72-Bausätzen. Und hier sieht man die Besonderheit, den geschweißten Turm. Er setzt sich auch aus mehreren Teilen zusammen. So, da werden Reaktivpanzerungselemente aufgesetzt. So, die Version T90A ab 1999 im Einsatz. Jetzt auch aktuell öfter mal im Fernsehen zu sehen, aus gegebenem Anlass. So, hier wird alles weitere zusammengebaut am Turm. Das schwere Maschinengewehr. So. Und nach knapp 28 Baustufen kommen wir bei Baustufe 29 zur Hochzeit von Turm und Wanne, wobei man hier herausheben sollte, dass das Rohr im Gegensatz zu den T72 sich aus mehreren Teilen zwar zusammensetzt, aber nicht aus Hälften, sondern rundgegossen ist. Das gucken wir uns gleich an. So, dann kommen wir zum Uran 9, zur Drohne, zum Kampfroboter, wie man ihn auch immer nennen möchte. So, sind weniger Spritzlinge, ein paar PE-Teile dabei. Auch hier geht es los mit
Der Wanne, die muss allerdings aus mehreren Teilen zusammengebaut werden, im Gegensatz zu T90. Ja, da muss man auf gut verschleifen und auf die Passung achten und vielleicht ein paar Mal trocken anpassen, damit das auch passt. Aber wie der sich baut, kann ich leider nicht sagen. Dann wird schon das Oberteil aufgesetzt. So. Dann werden die Ketten gebaut. Auch die als Einzelgliederketten. Quatsch, als Segmentketten vorhanden, keine Einzelgliederketten. Verspricht dann einen zügigen Bau. Kommen Kleinteile ran. Dann die Kanone, das Koaxial-MG an dem Turm. Der Turm wird dann aufgesetzt. Und ja, jetzt kommt noch Zusatzbewaffnung ran. Ich glaube, das sind Flugabwehrraketen. So, dann nähern wir uns schon mal hier, dann wird der Turm komplettiert und auch das Fahrzeug gesetzt. So, und das war's dann. Als Bemalungsvorschlag liegt ja, von der Firma Ammo natürlich ohne jegliche Hinweise, wann und wo und wie das Ganze stattgefunden hat, ein Vorschlag bei immerhin 4 Seiten. Ja, die 5. Seite fehlt leider. Na gut. Also wir haben nur von einer Seite die Ansicht, hier muss man sich das dann ungefähr ausrechnen, wo der Tarnverlauf lang geht. Das andere Fahrzeug hier ist komplett in Sand gehalten. Es scheint so, als wenn das Ganze in Syrien sein soll, wobei ich nicht weiß, ob die 90 in Syrien gelaufen sind. Die Uran sind dort gelaufen. So. Aber dann schauen wir uns nochmal an, was wir so im Karton finden. Als allererstes Mal haben wir diesen Spitzling für den Uran. Wannenteile, Oberwanne, Heck. So, erstmal so und dann zeige ich dir nochmal hier die gewohnte Qualität von mir, so ein Hobby. Sieht gut aus, wird wahrscheinlich sehr gut zusammenpassen. Wie gesagt, bei den Einzelteilen, das Wanne, wenn man da die Seitenwände anklebt, immer schön vorsichtig sein. Ah. Sieht ganz gut aus, ist ja nicht viel dran an der Kiste. So, dann haben wir diesen Spitzling. Ja. Der liegt zweimal bei. So, einen lege ich schon mal weg. Was haben wir hier dran? Teile vom Turm, Teile vom Fahrwerk und auch die Segmentketten. Klassische Segmentkette. Etwas längere Abschnitte, die kurzen Abschnitte für die Rundung und auch für das Einsteigen der Kette, alles dabei. So, ziemlich zierliche Räder, Maßstab 1 zu 35. So, und dann haben wir auch schon den letzten Spitzling, Teile vom Turm. Teilweise in Schiebeform gegossen, wie man sehen kann. So, ich zeige hier eine Schiebeform. Ich glaube, die scharf, ja. So, leider ist das nicht wirklich durchdurchgehend. Wobei, wenn man das schwarz hinterlegt, dann sieht das auch ganz gut aus. Der Kühlmantel. So, die ganzen Teile vom Turm, die Waffenanlage. Das sieht wirklich nett aus. Es gibt auch einen klaren Spritzweg für dieses Fahrzeug. Das dürfte der hier sein, den habe ich noch nicht ausgepackt, um Beschädigungen zu vermeiden. Da ist auch nicht wirklich viel dran. Inhalte einfach mal so in die Kamera, wenn man es erkennen kann. Ja, das sind ein paar Rücklichter und ein paar Sensoren und ja, es sitzt ja kein Mensch in diesem Fahrzeug drin. Das heißt, reine Sensortechnik. So, dann kommen wir mal zum Kampfpanzer. Ah, wobei, Moment. Ein paar Fotoelsteine haben wir noch. So, ein kleiner Bogen Fotoelsteine. Die werden da auch verarbeitet. So, kann man erkennen. Eher klein. Aber was will man immer mit so vielen Fotoelsteinen teilen, wenn es auch so ganz gut geht? So. Dann jetzt doch endgültig zu 95.
eine Unterwanne. Die Unterwanne ist bekannt. Das ist die gleiche wie bei den T72-Bohrwitzen, so wie es scheint. Genau, da werden die Drehstäbe eingesteckt, an diesen Punkten fixiert und dann sollten sie theoretisch drehbar sein, hier in diesen Aussparungen. Bringt bei der Segmentkette jetzt nicht wirklich viel, aber eben halt so wieder. So, und dann haben wir diesen Spritzling, den haben wir natürlich mehrmals vorliegen. Dann nehme ich den Rest mal weg. Was haben wir daran? Da haben wir dran die Laufräder, die Triebräder, Nebelwurfanlage, wobei ich glaube nicht, dass wir die hier brauchen. Dann Teile von der Inneneinrichtung. Das Fahrzeug hat keine Inneneinrichtung, aber die Drehstäbe haben wir. Das heißt, es bleibt jede Menge für die Gabelkiste übrig. Alles wunderbar, sehr scharf gegossen, sieht toll aus. So, dann kommt der nächste Spritzing. So. Da haben wir Leiträder dran, auch wieder Teile der Munition. Dann haben wir Luken dabei. So, das Munition zu sehen, wobei, wie gesagt, keine Inneneinrichtung dabei ist. Ich denke mal, einiges wird da überbleiben, aber auf alle Fälle werden die Luken gebraucht werden. So, die Leiträder. Formschön und scharf gegossen. So. Und dann geht es weiter. Ich hole schon mal ein bisschen mehr raus hier. So, das sind die T72 Seitenschürzen. Hier werden auch wieder nur einige Teile von gebraucht werden. So, ich zeige Ihnen mal. Aber wer für ein paar Projekte noch irgendwas braucht, hier sind sie dabei. Sehr schön in Gummioptik, aber die werden wohl nicht gebraucht werden. Ich gehe mal davon aus, dass nur die Staubkästen gebraucht werden. Jawohl. So. So, was haben wir als nächstes hier? Hier ist der Spritzding mit der. Mit einem Teil der Oberwanne, mit dem Wannenbug und wieder mit einigen Teilen, die wahrscheinlich nicht gebraucht werden, da sie T72 Ursprung sind, zum Beispiel dieser Wasserabweiser. Der wird dann eher verdeckt werden von den Reaktivpanzerelementen. So. Jawohl. Dann haben wir jetzt einen Spritzing mit T90 Teilen. Definitiv. So, das sieht schon alles etwas anders aus, etwas moderner. Da sind auch schön nachgestaltete Gummielemente, aber hier zum Beispiel sieht man schon Panzerungselemente drauf. Der Panzer hat ja eine Laminat- und eine Reaktivpanzerung. Da ist einiges drauf. Da sind Halter zu sehen, da sind Griffe zu sehen. Das alles gehört zum T90. So. Hier haben wir noch zwei Spritzlinge, ich zeige da einen von, das sind die Ersatzfässer hier fürs Heck. Die sind in Schiebeform gegossen worden, sind halt offen. So, da haben wir noch ein paar Drehstäbe dabei. So, die Fässer sind schön rund, halten, passen, können hinten montiert werden. Da ist nicht viel Unterschied. Also, als nächstes haben wir andere Laufrollen. Wahrscheinlich modernere Laufrollen, auch wieder zweimal von dieser Spritzling. Das heißt, die klicken weg. So, hier haben wir mehrere Laufrollen eines anderen Typs. Dann haben wir Treibräder, wir haben Abdeckungen für die Ketten. So, an sich Ketten. Einen anderen Kettentyp, als der T72 hatte. So. Diverse Sensoren. Oder so. So. Dann kommen wir zu diesem Spritzling. Hier sind die Turmteile dran. Also, wie man sieht, kein runder Turm mehr, kein geschweißter Turm, kein gegossener Turm mehr, sondern ein geschweißter Turm.
Wupp. Ich halte das mal etwas ruhiger. Das wackelt ja wie die Hölle. So, setzt sich aus mehreren Teilen zusammen, wird dann auf das Fahrzeug aufgesetzt und gibt meines Erachtens den T90-Turm ziemlich gut wieder. Gerade auf dieser Seite sollte man die Panzerungselemente auf dem Dach anschauen. Die sehen wirklich gut aus. Sehr fein ausgearbeitet. Da kann man nichts Negatives sagen. So, da ist ganz schön viel drin. Hier haben wir einen Spritzling, der auch vom T72 noch übergeblieben ist. Für die Grabbelkiste viel ist dabei. Das Kanonenrohr, aber der Bergebalken wird benötigt. Vielleicht noch ein paar andere Teile. So. Aber die vorderen Schmutzfänger auch nicht. Dafür haben wir dann diesen neuen Spritzling. Der hat eine wunderbare Kanone in mehreren Teilen gegossen, aber rund. Man muss also nur ein paar Angüsse entfernen. Hier war rechts und links. Und vorne, und dann wird die zusammengesteckt, die ist rund gegossen, in Schiebeform, wie man sieht. Schön gemachte Kanonenblende. Hier ist das Maschinengewehr zu sehen. Ist auch offen gegossen. So. Dann haben wir einzelne Kacheln von der Reaktivpanzerung drauf. Maschinengewehrhalter. Also. Alles sehr gut. So, jetzt haben wir noch am Plastik. Am Plastik haben wir noch einen kleinen Spritzling. Der ist ausgepackt. Der ist auch, wie beim Using üblich, schön klar, durchsichtig. Alles dabei, was man braucht. Ist ja nicht so viel dran an so einem modernen Panzer. So, ich sag das nochmal. Okay. Und dann kommen wir zu den Segmentketten. Da habe ich diesen Spritzling zweimal. Also einmal der geht weg. Das Interessante hierbei ist, die Ketten haben schon einen Durchhang. Ich hoffe, das kann man jetzt vernünftig erkennen hier. Ja, kann man. Die haben schon einen Durchhang. Und die Kettenlieder, die um die Trieb- und Leiträder gelegt werden, die haben schon eine Rundung drin. Das heißt, man muss im Endeffekt nur diese etwas längeren Segmente mit den Segmenten verbinden, die oben und unten liegen, einige kleine dazwischen schalten und die haben auch den richtigen Durchhang, wie man sieht schon. Eine Besonderheit ist natürlich auch, dass man die Führungszähne, ja, ich halte das mal so, auch die sind schon gebogen, die müssen noch aufgeklebt werden mittig und dann hat man eine sehr realistische Kette. Natürlich nicht beweglich, deswegen macht das bewegliche Fahrwerk im Endeffekt keinen Sinn, sondern vielleicht sollte man das vorher fixieren, damit es nicht zu Frustrationen kommt, wenn man das Ganze zusammenklebt. Aber es ist sehr schön detailliert und ihr macht auch die Kettenbolzen. Bin gespannt, wie sich das Ganze zusammenbauen lässt, aber wenn das so flutscht wie bei der Einzelgliederkette, ist das gar kein Problem. So. Was haben wir noch? Wir haben ein Stück Kordel, handelsüblich. Nichts Besonderes für Abschleppseile. So. Und wir haben ein Stück Draht mit Gummierung. Und diese wunderbaren spiralförmigen Schläuche, die kann man da reinführen. Funktioniert jetzt nicht so gut. Auf alle Fälle kann man damit wunderbar die Treibstoffleitung hinten von den Ölfässern zum Treibstoffsystem des Panzers darstellen. Hat sich sehr gut bewährt und macht auch wirklich Sinn. So, und last but not least haben wir hier einen kleinen Ätzteilbogen. Da bin ich ja Fan von, dass wir nicht so große Ätzteilbögen nehmen, sondern kleine, sinnvolle Ätzteile, die das Fahrzeug aufwerten, aber den Bau nicht zu kompliziert machen. So, ich halte das nochmal vorsichtig. Ja, so kann man sehen.
Da sind Abdeckungen für die Auspuffanlage bzw. von der Auspufflüftung, ein paar Halterungen. Und das war es eigentlich auch schon. Viel mehr braucht man ja auch nicht. So. Natürlich haben wir auch einen Dieselbogen, wobei ja unsere Freunde von Ammo natürlich nicht drauf eingehen, weil das ist schlicht und ergreifend gar nicht zu sehen. So. Was haben wir hier? Ja, zack. Was haben wir hier? Wir haben hier einige Warnhinweise. Dann haben wir eine taktische Nummer. Dann haben wir. So, ich lege es mal hier hin. Ich halte es mal hoch. Ja. Dann haben wir ja die Abzeichen der Garde, taktische Nummer und diese Streifen sieht man ja immer wieder bei Paraden an russischen Fahrzeugen. Wenn sie denn mal ja, Erfolge haben, können sie auch mal wieder eine Parade abhalten. Sieht ja im Moment nicht so gut aus. Und ja, wie gesagt, hier unten sind ein paar Plakats dabei. Kann man alles nicht lesen. Nicht, weil es kyrillisch ist, sondern einfach, weil es nicht weil es viel zu klein ist. Ja. So. Ja, dann schauen wir doch mal. Dann kommen wir doch mal zum Fazit. Jawohl, verkehrt rum. Murphy's Law hat wieder zugeschlagen. So, ja, was finden wir hier? Ja, wir finden hier viel Bastelspaß. Mal ein bisschen was anderes. Gerade der Uran ist schon mal was anderes als der ewig nächste Kampfpanzer. Und der Kampfpanzer ist ja auch dabei. Und ich denke mal, für 70 Euro ist das ein super Set mit zwei tollen Fahrzeugen. Was für Spaß ist garantiert, weil das ist im Using Hobby. Das fällt eigentlich zusammen. Und ich würde es ja, vielleicht dem fortgeschrittenen Anfänger schon empfehlen. Und ansonsten, Profi wird seine Freude dran haben. Das ist ein schöner Bausatz. Jo, wenn es euch gefallen hat, lasst uns ein Like da und macht's gut.